Nochmal herzlich willkommen, meine lieben Crasher-Freunde, zu einem weiteren Video. Und ich muss ja sagen, an diesem heißen Abend, es ist wirklich sehr, sehr warm hier bei uns in Köln. Ich habe es ja schon vorhin in dem Video gesagt, dass wir hier wirklich über 30 Grad haben. Und ich bin wirklich am Schwitzen. Aber das soll mich natürlich nicht daran hindern, nochmal ein Video hier heute rauszuhauen. Ihr seht, ich bin auf dem Account vom Brudi X Kevin. Ich denke mal, dass ihr euch noch erinnern könnt, das ist einer der beiden Brudis, die uns damals die 50 Euro GPC zur Verfügung gestellt haben. Er jetzt hier nicht, das war der andere Brudi, aber auch er ist natürlich hier mit in der Bande, sage ich mal. Ja, ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Bande. Und zwar hat der Brudi 47.000 Gems am Start. Der hat sich hier gerade zwei Pakete gekauft, hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, ja, für ihn diese Gems auf den Kopf zu hauen. Natürlich auf den Kopf zu hauen, in Erwartung, dass wir hier auch den Wunschhelden Azura bekommen. Ich kann mal gerne hier in das Event reinklicken. Ihr wisst es ja, heute läuft das Event Piratenbeute nicht nur. Ich glaube, wir haben ja auch noch andere Events am Start. Genau, er sagte mir, ich soll natürlich auch noch die Schatztruhen öffnen, die glücklichen Karten und so weiter. Also ich habe hier wirklich einiges zu tun. Im Lagerhaus warten auf uns noch 4 5er Talenttruhen. Hier möchte er gerne ein Bollwerk haben für seinen Lavanica. Dann haben wir hier auch noch, wo sind sie? Hier sind sie. 10 Schlosstruhen. Aus diesen Schlosstruhen wünscht er sich die Stärkenruhen hier unten in der Ecke. Dann haben wir noch 6 Geburtstagstaschen. Auch hier wünscht er sich die neuen Talente. Aber das sind natürlich hier unten Runen. Aber es sind die Talente Heiliges Licht. Glaube ich. Ich will natürlich nichts Falsches sagen. Ich habe hier einen kleinen Zettel gerade gehabt. Den habe ich mir extra aufgeschrieben. Ich schaue mal eben, wo ich den habe. Ja, jetzt finde ich den nicht. Okay. Aber Heiliges Licht und Heiliger Pakt. Ich denke mal, dass das auf jeden Fall so stimmen sollte. Und er wünscht sich auf jeden Fall diese Runen jetzt hier aus diesen Geburtstagstaschen. Und er hat hier noch 6 Lavanica-Taschen. Er hat zwar schon einen Lavanica im Heldenaltar, da können wir ja mal reinschauen. Aber er wünscht sich noch einen zweiten. Er hat den hier, den spielt er momentan mit der rohen Gewalt. Ist nur ein Übergangstalent. Wie gesagt, er wünscht sich hier ein Bollwerk. Aber er möchte auch den zweiten Lavanica haben. Hier hat er bisher 48 Seelensteine. Das heißt, uns fehlen noch 152. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir diese 152 Seelensteine aus den Taschen bekommen. Also Leute, ich hoffe, dass ich jetzt alles erwähnt habe. Piratenbeute, die Events, dann das aus dem Lagerhaus und ja, das denke ich mal, soll auch reichen für dieses Video. Und ich würde vorschlagen, dass ich jetzt auch direkt mal loslege. Wir fangen mal an, hier diese Lavanica-Taschen zu öffnen. In der Hoffnung, dass wir hier wirklich noch einen Lavanica bekommen. Also benutzen, ich fange mal an. Oder wir schauen erstmal rein, wie viele Seelensteine wir hier drin haben. 10 Minimum, 100 Maximum. Okay, also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und öffne mal die erste. 10, okay. Das heißt, uns fehlen noch 142. Dann öffne ich mal die zweite. 80, 142. Das heißt, uns fehlen nur noch 62. Also es sieht auf jeden Fall gut aus. 62 und nochmal 80. Nee, jetzt sind es noch 52. 100, perfekt, wir sind durch. Das heißt, ich werde jetzt natürlich auch nicht die weiteren hier nutzen. Da soll er einfach mal selber entscheiden, ob er die nutzen möchte. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Lavanica hier am Start, den er sich gewünscht hat. Das heißt, den ersten Wunsch haben wir ihm erfüllt. Und wir öffnen das Ganze oder wir nutzen den Lavanica natürlich hier auch mal. So, der müsste jetzt im Lagerhaus sein. Ich hoffe, dass ich das jetzt alles hier richtig machen werde. Und sich keiner in den Kommentaren beschweren wird. Also, Lavanica, hier ist er. Benutzen, bloß nicht auf Verkaufen drücken. Und vielleicht hat der Gute ja ein Bollwerk. Denn das ist natürlich das Talent, was sich der Brudi hier gewünscht hat. Wo ist der Gute? Der müsste jetzt hier hinten sein. Also, hier ist er nicht. Hier ist der Gute. Ein Kriegsgott fängt ja schon mal gut an. Okay, aber Kriegsgott wäre natürlich sowieso falsch auf dem gewesen. Also, ersten Wunsch haben wir erfüllt. Und jetzt öffnen wir mal die 5er Talentruhen. Wie gesagt, hier wünscht er sich ein Bollwerk und ich hoffe, dass ich ihm auch hier Glück bringen werde und wir werden mal sein Lavanica dafür nutzen. Also rerollen. Ne, wähle zum Verbrauchen muss ich erstmal genau die Kisten. So, die erste Kiste öffnen wir jetzt mal und ein 5er Berserker. So, ich habe natürlich jetzt nicht nachgefragt,
ob er dieses Bersi irgendwo nutzen möchte. Aber ich gehe mal davon aus, dass er das nicht nutzen möchte. Ich schaue mal eben durch. Lavanica, dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass ich das jetzt mal dem Lavanica gebe. So, und dann öffnen wir auch den auch direkt mal das zweite. Ja, eine 5er Selbstzerstörung. Also ich denke mal, die Selbstzerstörung braucht er nicht und hier können wir einfach mal weitermachen. Wechseln. So, Wedel zum Verbrauchen, wieder die Kisten. Und dann machen wir mal die dritte auf. Moment mal, jetzt muss ich mal schauen. Genau, die Selbstzerstörung brauchen wir nicht. Zack. Ja, ein 5er Schwächen. Also, das haue ich ihm jetzt einfach mal auf den Rockno hier drauf. Ja, da hat er nur die 2er Steinhaut gehabt. Dann gehe ich mal auf Wechseln, zack, und ersetze ihm das einfach mal. Aber ich denke mal, auf dem Rockno wird er in Zukunft auch was anderes spielen. Aber zumindest hat er jetzt hier ein 5er Schwächen drauf. So, dann mache ich auch mal mit der letzten Kiste weiter. Und ja, ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, mein lieber Brudi, und hoffe, dass wir hier jetzt das Bollwerk bekommen. 3, 2, 1 und es ist das... Ja, leider nicht das Bollwerk, 5er schwerer Schlag. Wir machen jetzt einfach mal hier weiter mit den Schlosskisten. Wir müssen natürlich auch ein bisschen zu Potte kommen, dass das Video nicht zu lange dauert. Also, hier hast du dir die 5er Stärkenruhen gewünscht. Und dann würde ich vorschlagen, dass ich auch direkt mal die erste öffne. Und ja, okay, die Steine kann man natürlich immer gut gebrauchen. Ja, ich mache das Ganze mal einzeln auf die Schnelle. Wieder 2 Steine, ist ja nicht verkehrt. Ich meine, das sind ja 6000 Ehre. Dann haben wir hier auch, ja, diese Steine sind natürlich, ich meine, es sind 12.000 Ehre, die man sich natürlich hiermit spart. Also bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Okay, die 30 Karma-Steine, okay, auch nicht verkehrt, besser als Ruhmpunkte. Wieder 30 Karma-Steine, noch 5 haben wir. Komm her, gib uns wenigstens ein, nochmal 12.000 Ehre, gib uns wenigstens ein 5er Stärken-Set. Ah, genau das wollten wir nicht sehen. 3 haben wir noch. Komm her, ein 5er Stärken-Set. Er hatte es sich gewünscht und eins sollte doch dabei sein. Hier haben wir auch noch mal 6000 Ehre. Und die letzte. Also ich hoffe, dass wir hier jetzt das Stärken-Set drin haben. Und es ist das... Na, Essenzen, okay. Gut, Stärken-Set war hier auch nicht drin gewesen. Dann haben wir ihm hier den Wunsch leider auch nicht erfüllt. Aber wir haben jetzt hier noch diese Geburtstagstaschen. Das heißt, hier haben wir ja auch noch die Möglichkeit auf die Runen, die er sich gewünscht hat. Auch die machen wir jetzt mal auf. Also in der ersten haben wir hier ja, Skins. Die war, glaube ich, nicht benötigt. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht geschaut. Hier haben wir auch noch Skins drin. Ah, perfekt. Das hat er sich gewünscht. Zumindest haben wir jetzt schon mal ein Set. Das ist auf jeden Fall geil. 3 haben wir noch. 20 Asura-Seelensteine, immerhin, den wünscht er sich ja. Dann noch mein zweites Set davon, mein lieber Mann, das kannst du jetzt auf 6 ziehen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und das letzte, okay, auch nochmal 10 Skins. So, also hier haben wir auf jeden Fall das bekommen, was er sich gewünscht hat, 2 Sets. Ach, Set Level 3, ich dachte, das ist ein Set Level 5. Okay, das habe ich nicht gewusst, aber immerhin, mein Gott. Das hat er sich gewünscht und den Wunsch haben wir ihm auf jeden Fall erfüllt. So, dann haben wir jetzt alles geöffnet und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal hier zu dem Event Piratenbeute übergehen. Und wie gesagt, hier wünscht er sich den Asura und ich öffne hier jetzt natürlich nur die 10er-Kisten. Wir können ja auch mal reinschauen, was hier drin ist. Ja, also hier haben wir wirklich ganz, ganz viele tolle Dinge. Aber er sagt, ich brauche nur den Asura, der Rest interessiert mich nicht. Natürlich nimmt man das gerne mit, aber Asura ist hier gewünscht. So, dann fange ich mal an mit den ersten Kisten und hoffe natürlich, dass wir hier jetzt wirklich nicht allzu viele Gemsen brauchen. Also, Asura noch nicht dabei. Jetzt machen wir mal die nächsten auf. Auch hier nicht. Ja, okay, ein bisschen Ehre ist ja nicht verkehrt, aber wir wollen den Asura haben. Ich hoffe ja nicht, dass wir hier jetzt Pech haben und den Asura nicht bekommen. Ja, das wäre ja wirklich der Knaller. Oder hätte ich mal erst in den anderen Events schauen sollen? Ich schaue mal kurz in die anderen Events rein. Also, Schatztruhen öffnen. Kann ja sein, dass sich hier ein Asura drin befindet. Dass wir die Möglichkeit auf einen Asura hier haben. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir natürlich erstmal das hier nutzen. Gewinnverlauf. So, was haben wir hier drin? Orden, Dungeonkarten, Schärfenruhen, Stärken, Skele, Lavanica. Asura ist auch hier drin. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir doch einfach mal hier mit den Kisten weitermachen. Und die Gems erstmal nicht nutzen. So, in der ersten haben wir Ruhmpunkte drin gehabt.
200 Splitter. Dann nochmal 200 Splitter. Auch hier wünscht er sich Stärkensets, 1300 Ruhmpunkte und natürlich den Asura. 150 Edelsteine, 200 Splitter. Komm, normalerweise bringe ich den Leuten noch immer Glück hier bei den Events. Und es würde mich echt wundern, wenn ich dem guten, ja, Ehrekiste 2, dem guten Bruder hier kein Glück bringen würde. Schärfenrune, okay, die war nicht gewünscht, aber immerhin, auch wenn man sie nicht braucht, eine Talent-Reroll-Karte. So, dann haben wir hier wieder eine Ehrekiste 2. Ich nehme mal die hintere Kiste hier. Nochmal eine Talentkarte. 800 Ruhmpunkte, 10 haben wir noch. Noch eine Schärfenrune. Er gibt uns zumindest eine Stärkenrune. Mit der können wir auf jeden Fall was anfangen. Pet-Eye-Karte. Noch eine Pet-Eye-Karte. 200 Orden. Was haben wir gehabt? 24 Kisten. Naja, so langsam hier gegen Ende könnte doch nochmal hier so ein Asura kommen. Nochmal drei, beziehungsweise drei Kisten haben wir noch. Ehre Kiste 2. 200 Orden und die letzte Kiste. Ich hoffe, ich drücke dir die Daumen, dass wir hier in der letzten Kiste den, ja, nicht den Asura haben. Wir haben leider hier nur eine Talentkarte bekommen. Aber okay. So, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt hier mal die glücklichen Karten aufmachen. Ich denke mal, dass wir hier auch einen Asura dabei haben sollten. Hoffe ich. So, 24. Ich schaue mal eben. Verlauf. Jetzt habe ich, glaube ich, gar nicht. Wo sieht man das eigentlich, was wir jetzt dabei haben? Ich mache die Events hier wirklich so selten. Jetzt bin ich hier wieder rausgegangen. Regeln, Verlauf. Genau, hier steht's. Arktika, Talentruhe, Elektrika, Lavanika, Professorin. Hier oben sehe ich jetzt auch keinen Asura. Mystische Runentaschen, Gold, die Hüterin, Professorin. Nee, schade, hier ist natürlich nicht der Asura mit bei, aber auch die Karten werden wir jetzt natürlich mal hier aufdecken. So, sorry, jetzt bin ich wieder rausgegangen, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Also, 24 haben wir und ich fange mal mit der ersten Karte an. Ruhmpunkte. So, dann haben wir hier nochmal Ruhmpunkte. Ja, er hat halt alle Helden. Er hat mir gesagt, ich habe alle Helden, ich brauche nur den Asura. Und ich habe da jetzt gar nicht richtig nachgeschaut. Aber ich glaube ihm das mal. Ja? Wenn er mir sagt, ich habe alle Helden, dann wird er die sicherlich auch haben. Sogar einen zweiten Lavanika haben wir ihn jetzt geholt. Also das mit den Lavanika-Taschen war auf jeden Fall gerade nicht schlecht. Ja? Also 100 Stück in einer ist auf jeden Fall schon mal richtig geil. So, jetzt sind wir aber bei dem Event. 100 Splitter. 16 Stück haben wir noch. Nochmal 100 Splitter. Also bis jetzt bin ich hier wirklich nicht zufrieden. Ja, unabhängig davon, ob er alle Helden hat oder nicht, sollten wir hier zumindest mal einen Held bekommen. Ja, auch wenn er den doppelt hat. Wieder Splitter. Ja, Edelsteine nehmen wir natürlich gerne mit. 11 Versuche noch. Dann haben wir hier wieder Orden. Und die wir natürlich nicht brauchen. Ne, Talentkarten nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ehre ist auch immer willkommen. 8 Versuche haben wir noch. So, hier auch nochmal Edelsteine. Nochmal Ruhmpunkte. Nee, heute ist der Wurm drin. Also heute klappt es wirklich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Eine Talentkarte war das gerade nochmal. Hier dann nochmal Ruhmpunkte. Viele, viele Ruhmpunkte, viele Talentkarten. Ja, hier ist sie wieder, wenn man vom Teufel spricht. Wobei die natürlich das kleinste Übel ist. Hier ist das größte Übel. Ja, die Orden, die man hier bekommt. So, 2 haben wir noch. Also Splitter und die letzte nehmen wir mal hier unten. 15 Elektriker-Seelensteine. Gut, er hat natürlich einen Elektriker und von daher, denke ich mal, müssen wir uns an dieser Stelle jetzt auch nicht freuen. Also, dann holen wir mal die ganzen Dinger hier ab. 41.000 Gems sehe ich gerade oben in der Ecke haben wir noch. Das heißt, wir haben hier noch fette Möglichkeiten, dass wir hier noch einen Asura bekommen. Und ja, wir öffnen mal die nächsten 10. Du kannst keine weiteren Belohnungen, 1200, Moment, dies wird 1200 Edelsteine kosten, bist du sicher? 1200, ich drück mal da drauf, bereits maximal, ach so, ich muss natürlich hier erstmal alles einsammeln. Ja, dass ich natürlich auch wieder die Möglichkeit habe, hier die ganzen Belohnungen einzukassieren. Events, so, fortfahren, 1200, ja, bin ich und der Asura, ja, immer noch nicht, schade.
Komm, lass uns doch nicht so hängen, ey. Leute haben heute mit viel, viel weniger Gems einer Sura bekommen. Da ist der Gute, jawohl. Also ich denke mal, dass das auf jeden Fall hier, ja, 37.000 Gems, 10.000 Gems hat uns das Ganze gekostet. Und an dieser Stelle werde ich auch nicht weitermachen. Also, wir haben einen Lavanica bekommen, wir haben seinen Asura bekommen, den er sich gewünscht hat. Ich könnte natürlich jetzt noch weiter mit den Trades machen, das werde ich aber nicht. Ja, ich möchte das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir werden natürlich noch den Asura für den Brudi hier öffnen, erstmal alles einsammeln. Perfekt! Wie gesagt, ich hätte mich wirklich gewundert, wenn ich dem Brudi hier kein Glück gebracht hätte. Denn normalerweise ist das Glück ja immer auf meiner Seite. Also, benutzen. So, dann schauen wir mal, welches Talent er hat. So, Heldenaltar und natürlich schauen wir auch mal ganz kurz hier in seinen Heldenaltar rein. Wie gesagt, er sagt, er hat alle Helden. Man sieht es auch, Valar, Ronin, Top-Talente hat er auch überall drauf. Steinhaut, Flammenwache kann man natürlich auf dem Valar spielen. Micha mit einem 5er Equicken. Also, der Brudi ist hier wirklich ein Kescher und ihr seht ja, er hat hier wirklich einiges am Start. Und ja, hat somit alle Helden, wie er das auch gesagt hat. Und jetzt hat er hier noch einen Asura mit einem Verbrennen. Okay, ist natürlich das falsche Talent. Aber an dieser Stelle möchte ich dich natürlich hier zu deinem neuen Asura beglückwünschen. Ja, meine Lieben, dann soll es das an dieser Stelle auch erstmal gewesen sein. Ich denke mal, dass der Brudi sich hier freuen wird, ja, dass er hier noch 37.000 Gems auf dem Tacho hat. Und ja, wie gesagt, Glückwunsch zu deinem neuen Held. Ich hoffe, dass du dich auf jeden Fall darüber freuen wirst. Ich bedanke mich bei euch, wie immer, erstmal fürs Zuschauen. Wünsche euch ja noch eine angenehme Nacht. Ich hoffe nicht, dass es allzu warm wird. Und ja, wir sehen uns dann, wie immer, in dem nächsten Video. Bis dahin.